Hallo Freunde der Spielgetun, willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Ein anderer Start. So, ich bin erfreut, euch alle wieder parat zu haben, trotz der Pause. Nicht zwischen dieser Folge und der vorher. Oh mein Gott, Satan lebt in der uralten Stadt Quintex. 6606 und eine 8. 68, dann passt das nicht mehr, ne? Besser wäre, wenn es einfach die 8 noch eine 6 wäre. Ah, dann müssen ja Sklaven wieder sterben für. Ja, aber machen wir weiter. Machen wir doch einfach weiter. Der Imperator ist eigentlich ganz gut drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt wegbewegen wollte oder einfach weiter level. Aber leveln ist immer gut. Ach, leveln. Ja, leider die Woche Division 2, wo ich wirklich gesuchtet habe, also gut 50 Stunden da reingebuttert habe, ist eine ganz schöne Sache immer mal, aber ich habe heute auch mit jemandem darüber geredet im Discord, wo auch wirklich überraschenderweise sofort erkannt wurde, es muss schon schwierig sein, wenn du einen YouTube-Kanal hast und dann Spiel spielst, was ich halt, sag ich mal, zum einen nicht rentiert, wenn du das spielst, und zum anderen halt es dann so voll durchsucht ist und alles andere in Mitleidenschaft gerät. Und ich hatte heute eine schöne Erfahrung mit, ich hatte einen Termin mit den Machern von Steel Division 2 über Discord mit Kamera, und die haben ja die aktuelle Tech-Demo gezeigt von Steel Division 2. Übrigens wirklich, fand ich sehr, ich finde das immer sehr interessant, mit Entwickler live reden zu können. Und war auch sehr interessant. Also nicht nur interessant, es hat mir auch ganz gut gefallen. Deshalb bin ich gespannt, da mal in die Beta reinzuschauen, die ihr bald startet. Wahrscheinlich wird, wenn das Video rauskommt, vielleicht startet die Beta schon zu der Zeit. Also lasst euch nicht irritieren von dem, was ich hier rede. Ich nehme ja auch manchmal etwas ein bisschen mehr auf. Und der meinte auch, dass es ihm leid tut, dass er es so gezeigt hat mit der Demo. Man macht manchmal Fehler, wenn man redet beim Spielen. Das ist halt was anderes, zu spielen und zu reden, als nur zu spielen. Und dann so für sich zu sein. Und da habe ich gesagt, also, ne, musst du mir nicht erzählen. Also ich kenne das gut genug. Es ist halt wirklich was anderes. Wenn ich nicht reden müsste beim Spielen oder beziehungsweise nicht eine Aufnahme mache, kann ich auch den ganzen Tag spielen, wenn ich Bock habe. Wenn du aber eine Aufnahme machst und, sage ich mal, relativ viel kommunizierst auch noch, obwohl niemand da ist, also nur mit dir selbst redest. Scheiße. Ja, aber die Truppen hätte ich gar nicht angreifen können, ne? Also die Armee selbst dezimieren hätte nicht funktioniert. Aber es ist meine Anführerin. Also wir können die Schlacht starten. Ich hatte die ja rausgezogen. Stimmt, da habe ich die nicht wieder zurückgezogen jetzt. Ich habe die ja rausgezogen, damit die Rebellion losgeht und wir diese Rebellenarmee platt machen. Und jetzt stehe ich hier. Vor allem, wo soll denn meine Truppen jetzt herkommen? Kommen, glaube ich, von der Seite reingelaufen. Müssen wir mal gucken, dass wir da oben rechts so. Na, jedenfalls ganz schöner Tag. Weil so ein bisschen Bestätigung war von dem, was man so erzählt. Ich war halt auch unterwegs, aber davon will ich nichts erzählen. Ach, weil das ist tricky. Ich will nicht alles kaputt machen, weil ich in meinem YouTube-Channel was davon erzählt habe. Also können sich die meisten eh schon denken, worum es geht. Scheiße, jetzt ist unser Kommandant eine der Kampftruppen. Das wird spaßig. Aber vor allem die Schockkavallerie, ne? Die ist so unnütz. Ich hoffe einfach, ich krieg schnell genug meine normalen Truppen hinterher. Meine Anführerin, und dann geben wir ihnen Breitseite. Ich hoffe, die werden sich auch erstmal ordnen, bevor die hier angreifen. Schockkavallerie. Jetzt
wenn alle Leute denken, hey, der Proof spielt diesmal mit Kavallerie durch das Thumbnail. Aber in Wahrheit mache ich nur einen Screenshot der Kavallerie. Weil ich es kann. Ach, scheiße. Wo ist mein Belagerungsgerät? Da kommen sie. Nur zwei? Das wird ein Riesenspaß. Nicht. Dark Elves! Dark Shots! At once! Forward! Terror and Death! So, wenn da die Truppen vorgezogen sind, das ist auch nicht verkehrt. Haben wir nicht irgendeine Chance? Ah, ne, wir sind nicht in der Nähe von unseren Leuten. Seelenräuber. Oh, krass. Scheiße, die wurden wirklich auf dem Weg abgefangen. So, trefft euch mal an der Seite. Der ballert da oben immer noch wie so eine freudige Hure. Weicht den mal aus. Schlacht gegen mehrere Kämpfer, Wort des Schmerzes. Aber wir können den Nahkampfangriff von denen gut runterziehen. Fall dem mal einfach in den Rücken, damit die Einheit da tot ist. So, wie wär's, wenn du mal auf den feuerst und du auf den, damit die einfach tot sind. Ja, ich weiß, ich sollte mit der Schockkavallerie auch wieder weggehen und wieder angreifen. Warum? Normal, sie muss das gegen was anderes ziehen lassen. Er ist einfach... Ach, diese dämlichen Schützen von Avalon, schieß mich tot. So, die da hinten erwischen wir nicht.
Geht mal nach hinten. Ja, vielleicht können wir den Zauber nochmal nutzen von euch. Muss aber nah rangehen. Hat er eigentlich noch vor anzugreifen mit seinen Truppen? So, stopp. Ach, jetzt wollt ihr euch zurückziehen. So, dann sprich die nochmal. Durch die reduzierte Rüstung werden die schnell tot sein. So, und jetzt hau ab hier. Kann die jetzt nicht durch meine Front laufen lassen, die Bogenschützen. Und ihr seid leider des Todes. Tut mir sehr leid. Aber ihr könnt noch für uns eben die beiden Truppen mit ausschalten. Nein, ihr sollt nicht dahin schießen. Oh, ich werde bekloppt. Weil da an der Seite irgendwie ein einzelner Gegner stand. Und die werden nicht lange überleben. Ich werde mich nicht stressen lassen von denen. Die greifen mich an. Nicht umgekehrt, also sollen die auch zu mir kommen. So, Munition wieder sparen. Geil. Was veranstaltet die KI?
Und der Kack, der will mich doch verarschen. Ich zerstöre gern jede einzelne Truppe von euch. Na komm, wir schießen nochmal. Wir müssen nur einmal auf die feuern. Geht doch. So eine Kack, der greift nicht an. Die gammeln hier alle ab. Ah, jetzt kommt Bewegung. Anscheinend habe ich die KI wieder getriggert. Boah, es geht nicht auf den anderen Hügel drauf, ey. Ich kotz die Wand an. Haltet an mit dem Beschuss. Weil irgendwas stimmt doch nicht mit der KI. Guck dir mal an, was die hier veranstalten. Als wenn die nicht wollen. Aber hier schieße ich gern rein. Macht ihr mal ein bisschen mehr Aua bei den Gegnern. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, irgendwie ein bisschen anders unterwegs zu sein oder zu fahren oder was auch immer. Auf jeden Fall wollen sie ja anscheinend gerade nicht, ne?
Irgendwie knubbelt die KI. Direktschaden einsetzen gegen den. Also ich kann nichts dafür, dass die KI gerade irgendwie buggt. Ich weiß nicht, warum sie so ist. Schieß auf den, der gut ist. Onward. Nagorothi. No mercy. Come with me. Dark shards. So, du drehst um. Was kommt von da unten? Alles cool, der macht den Adler schon kaputt. Scheiße, dass die Truppen die Kavallerie angegriffen haben. Tut mir leid, dass das jetzt natürlich voll irgendwie Bug-Using ist oder was auch immer. Aber wenn der seine Truppen so komisch aufstellt, kann ich auch nichts dafür. Sehr mysteriös. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie in der Schlacht wirklich so. Weil es kann ja natürlich die einzelnen Truppen hier voll abmähen. Ach komm, das schafft er auch. So, ihr habt den Helden jetzt ausgeschaltet. Dann hat sich immer noch keiner bewegt. Eigentlich wollte ich euch umlaufen. Dealers in death.
eager for battle. Die, weaklings! Nagarothi! Dark Shards! Make them bleed! Advance, Druki! Stop! Nicht schießen. Eager for battle. Going! Moving out! My blade hungers! Slay them! By Kane! As you say, Druki! Ich glaube, ich könnte immer noch verlieren. Also jedenfalls sagt das Spiel, es wäre möglich. Wahrscheinlich, weil die hier auch noch in den Wäldern rumstehen. Ah, ich ziehe mal aus Versehen hier unten die Truppe weg. Moment. Nein, da macht er die weißen Löwen kaputt. Die Sperre kriegen unsere Nahkämpfer schon alleine hin. Und die Streitachsinfanterie, die wird mir wehtun. Ach, deshalb. Dein Führer verdient das Schwert. Weißt du, jetzt musst du den Angriff durchziehen, ne? Mit deinen ganzen Reitern. Meine Güte, was haben die noch für... eine Menge an Einheiten in den Wäldern. Ja, ich verstehe, warum die Schlacht immer noch verloren gehen kann. Boah, vor allem hier. Die Bogenschützen, ey, die ziehen mich gerade so ab. Jetzt laufen mir die Reiter an die Seite. Ach, da ist der Tyrion. Mit dem Schwert und er wird gerade meine Zauberin auseinandernehmen. Ja, das war am Anfang nur die Garnison, das war nicht die Haupttruppe von denen. Die Haupttruppe zerlegt mir gerade meine Armee. Oh. Da war es dann auch schon mit der Moral. Komisch. Also total merkwürdig.
da siehst du die Grenzwächter oder diese Bogenschützen des Avorion und schieß mich tot, dass die richtig fies waren. Schwestern von Avalon. Dann kam der später mit den Ataclown-Speerschleudern. Ach, die darf sogar noch weggehen. Warum kommt er jetzt mit zig Agenten daran? Ich weiß, ihr wollt ein militärisches Bündnis, ihr wollt euch am liebsten mir anschließen, aber für sowas habe ich keine Zeit. Genauso wie ihr. Schrecklich, wenn man so beliebt ist. Was ist euer Problem? Wahrscheinlich denken sie so, oh mein Gott, sie verlieren gegen Luthor. Sie haben eine Schlacht jetzt verloren. Jetzt müssen wir ihnen zur Hilfe eilen in einem militärischen Bündnis. Und ich weiß, sie werden nicht kommen. Es ist ein Handschlag unter Raubtieren. Denn sie werden mir nicht helfen. Wachstum voranbringen und Chaos-Korruption steigern. Eine Zauberin ist wieder zum Dienst bereit, die vorher kaputt gegangen ist. My dark heart is yours. Hast du vielleicht eine Chance? Armee blockieren wird mir jetzt nicht viel bringen. Kannst du wenigstens versuchen, wieder Technologie zu stehlen. Sehr schön. Spellcaster. All powerful. 23% Bonus auf die Zeit. Bau abgeschlossen, das ist auf unserer dunklen Arche. Du versuchst dich gerade zu erholen. Wenn du dich nach Garntal zurückziehst, werden die uns nächste Runde anficken. Das ist echt problematisch gerade. Da hat übrigens noch 48% Chance, den Agenten auszuschalten. Fehlschlag. I will not. Doch Schiller sagte schon, durch diese kalte Hose werde ich kommen. Und du hast zwar Erfolg, aber du bist halt nicht so gut ausgebildet wie der andere. Adequate, yes, adequate. Impossible. Ach, zwei Fraktionen, mit denen ich gehandelt habe, sind weg. Wahrscheinlich welche, die wirklich wie heißt das? Mit uns rumhantieren wollten. Beziehungsweise rumhantieren, was erzähle ich eigentlich da? Habe ich noch irgendwo Gehirn oben? Macht der Finsternis, Kosten für Macht der Finsternis reduziert. Aber ich finde Macht der Finsternis, das ist doch diese Finsternis der Verzweiflung hier, oder? Finde ich gar nicht so gut.
So, wir hatten Sklavensammler. Morathi joins you. Speak. Dann ziehe ich erstmal in die Stadt zurück. Favored of the Witch King. Do not vex us further. Dreadlord, awaiting command. Ja, stell ich mal hin auf Hinterhalt. Murderous Lord. Das andere ist, komm du mal hier in den Tümpel. Und warum ist jetzt die Reichweite geringer, als der mir angezeigt hat? Da kotzt du schon. Also, ich jedenfalls. So, hier bitte keine Sklaven sammeln. Bringt unsere chaosverbreitenden Agenten mal nach oben. Ja, aber die können wir leider im Moment nichts rekrutieren. Ihr habt euch gerade bewegt. Und da ist noch unser Admiral. Wo wollte ich mit dem eigentlich hin? Ach so, ich habe mit dem ja hier den Schatz berührt. The ocean awaits. Wie diese Arche einfach langsam ist. I admire your darts. Aber es wird seine Gründe haben. I am Morathi. Gucken wir erstmal, was er macht. Er zieht rüber. Weil die Armee jetzt vorne steht. Ist aber eine 50-50-Schlacht. Pi mal Daumen. Obwohl... Verdammt! Ich würde eigentlich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Boah, weil die Variation oben so weit von links nach rechts war, ne? Deshalb habe ich gedacht, ach komm, versuch einfach so. Was mache ich? Ich verheiz einfach alles. Weil ich hatte ja schon mal Glück zu sagen, okay, das klappt jetzt einfach. Mit der Garnison zusammen. Naja, haben wir viel Geld, eine neue Armee aufzubauen. Enter and speak. For time is a luck. Nee, du kriegst auch keinen militärischen Zugang. What is it you seek? I am moved. Boah, was ist euer Problem? Muss ich jetzt jede Runde sagen, ich will nix? Ich habe euch ja auch lieb, aber nicht so. Tut mir leid, ich habe jetzt wirklich bei der Automatschlacht die Armee verheizt. Aber jetzt ist wenigstens unsere Grube fertig drüben. Beziehungsweise unsere Monster-Geschichte und wir können dann Monstrositäten in die nächste Armee mit reinnehmen und das macht schon viel aus. Vor allem die Kriegshydra ist halt schon eine fiese Nummer. So, Hinterhalt verhindert. Unverdorbenheit in benachbarten Provinzen. Nein. Hm. Acknowledged at last. Na, immerhin war es kein guter General.
Absolutely not. Certainly not. Erfolg, sehr schön. 94%, 67%. Tja, müssen wir die Welt wieder retten, oder? Ach, du kannst jetzt den schwarzen Drachen reiten. Wobei, ohne Kack, es kostet mich Munition, es kostet mich Nahkampfangriff, Rüstung, Führerschaft. Ich habe zwar 3000 mehr HP, aber ich habe das Gefühl einfach, dass der effektiv schlechter wird dann. So, hol dir das Schwert zurück. No mercy. Death to the weak. You are unworthy of our riches. Dann fordern wir es ein, dann haben wir wieder den Malus von minus 2. Und das mit den diplomatischen Beziehungen, dass die schlechter sind, das ist egal. Auch wenn der schwarze Drache natürlich ein wundervolles Geschöpf ist, muss es das ja nicht sein direkt. Also beziehungsweise, es kostet halt echt viel. Da ist der, wenn der rumrennt, eigentlich effizienter. So, noch ein Fehlschlag. Und jetzt können wir eigentlich mal einfach den Break machen und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Total War Warhammer 2 mit den Dunkelelfen. Madness fills the air. Wie wär's, wenn ihr erstmal einen Kommandanten beim Mondsplitter rausholt? Corruption is rife. Haben wir noch irgendjemand offen? Nein. Gelände erfahren. Aura mit Schwert und Armbrust. Verzauberer für Tod. Hass erfüllt. Boshaft. Ach, nehmen wir dich mit den flinken Füßen. Oh, 3 Runden. Wilder Manticore verursacht Entsetzen, Randale. Rekrutieren wir erstmal die. So, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal jetzt aber.